Für eine einfache und alte Tür. Wir müssen jetzt also eine einfache und alte Tür finden. Da kommen wir definitiv nicht rein. Nee, der klemmt. Oh fuck! Das war eigentlich eine einfache und alte Tür. Also irgendeiner nutzt uns hier. Definitiv, wir gehen jetzt mal wieder raus. Ist die vielleicht einfach und alt? Verschlossen. Okay, kleiner Huckler am Rande. Ich denke mal, wir brauchen einen Eimer oder sowas. Vielleicht einen anderen Mechanismus, um da reinzukommen. Da ist aber auch noch irgendwas. Oh, vielleicht das hier. Okay. Einfache alte Tür. Gefunden. Das bitte irgendwo, irgendwo. Ein Eimer. Ein Eimer mit Steinen. Das bitte irgendwo ein Brecheisen hier sein. Ich habe das Gefühl, wir finden keins mehr. Ich will da ehrlich gesagt nicht runtergehen. Ich gucke erstmal hier, ob wir hier in den Keller kommen. Ich hoffe, es kommt nichts Komisches drauf. Platsch. Es hat sich eine Tür geöffnet. Es gibt keine Hinweise. Wo hat sich die Tür geöffnet? Innen? Draußen? Okay. Ach, das ist der Keller. Der Keller ist einfach außen. Ah, hier gibt es den guten Stuff, den Wein. Hammer. Schalter. Hammer. Das ist ein Zimmerhammer. Er könnte sehr nützlich sein. Vielleicht kriegen wir damit, dass es... Damit kriegen wir bestimmt die, die Dinger weg. Die Balken. Ventil 4. 3, 2, 1. Okay, ich glaube, ich fasse hier erstmal nichts an. Solange, bis ich weiß, was ich damit anfangen kann. Pass auf, wir gehen jetzt erstmal zu dem alten Schuppen zurück. Versuchen mit dem Hammer da die Tür aufzumachen. Irgendwie muss man doch da oben hinkommen noch. In diesem beleuchteten Bereich, da hinten. Oh oh, die Messe ist over. Was geschieht mit mir? Die Schwimmen bemächtigen meinen Verstand durch. Lösch mal mein Licht. Sie bleiben weiterhin da drin. Gut, wir hören immer noch Stimmen. Damit kriegen wir sie schon mal auf. Warum klopfen wir, um die Tür aufzumachen? Ich habe die Stangen entfernt. Oh, der ist in einem Sarg? Gott, da lebt noch jemand im Sarg. Ich will aber nicht öffnen. Es könnte eine Falle sein. Ach komm, wirklich? Schmiermittel. Etwas Schmiermittel, das könnte nützlich sein. Schaufel. Ja, lass den Typen doch einfach in dem Sarg. Jetzt mal ehrlich. Schaufel. Mit der Schaufel können wir... Mit der Schaufel können wir auf jeden Fall das Grab ausheben. Was soll man wieder finden? Dieses ganz alte hier. Ich weiß nicht im Moment,
Was? Ich weiß nicht, wo ich im Moment graben kann. Ich habe doch eine Schaufel. Ich weiß nicht, wo ich im Moment graben kann. Okay, vielleicht müssen wir irgendwas ausgraben, aber wissen noch nicht was. Wir müssen wahrscheinlich mehr erfahren. Was muss ich mit dem Schmiermittel machen? Vielleicht wieder zurück in das Haus, in diesen Keller und diese Rohre. Vielleicht muss ich die wieder schmieren. Könnte gut sein. Vielleicht müssen wir auch weiter den Weg runter. Die Fragen kommen hart, aber die Antworten brauchen immer eine Weile. Aber solange ich einigermaßen drauf komme, bin ich ja noch recht zufrieden. Immer noch besser, als wenn man stundenlang hier rumeiert. Ja. Komm, gucken wir nochmal bei diesen Dingern, ob wir die drehen können. Da scheint kaum Druck in der Leitung. Okay, das heißt, hier tut sich überhaupt nichts. Können wir nochmal irgendwas im Haus schmieren? Ah, warte, Dachboden. Oh, fuck. Okay. Vielleicht gehen wir nochmal aufs Klo. Können wir was angucken? Da liegt einer. Mein Gott, er wurde fürchterlich verstümmelt. Folgte er mir? Was macht er hier? Scheint ein Einwohner zu sein. Wenn das einer dieser Auserwählten ist, die natürlich die Maschine überwachen und versuchen, wieder zurückzukommen, dann ist das natürlich ein Grund, ihn umzubringen. Okay, wahrscheinlich müssen wir ein Zahnrad... Vielleicht ist das Zahnrad auf dem Dachboden. Wir versuchen mal, hier reinzukommen. Ah, okay, mit dem Schmiermittel kommen wir schon mal da rein. Vielleicht... Ich denke jetzt mal wieder einen Schritt weiter. Vielleicht ist das Zahnrad irgendwo in einem Grab versteckt. Und der Hinweis wird hier irgendwo in einem Zettel sein. Autoschlüssel! Cool, wir können abhauen. Seite. Seit dem Anbeginn der Zeit hat unser heiliger Stamm ein Geheimnis aufbewahrt, wie man mit den Tiefen, in denen der große alte Wald kommuniziert. Um das heilige Geheimnis zu beharren, müssen wir folgende Regel befolgt werden. Der Neugeborene darf nicht öffentlich ausgebildet werden, sondern erfährt eine spezielle Ausbildung, die ihm die Geheimnisse des dunklen Universums vermittelt. An seinem 18. Geburtstag muss er im heiligen Initiationsritus teilnehmen. Und wenn er dies überlebt, wird ihm ein Medaillon ausgehändigt. Dieses Medaillon gibt ihm das Recht, die heiligen Räume zu betreten. Das Medaillon ist äußerst wichtig. Es darf auf keinen Fall verloren gehen. Wenn ein Auserwählter stirbt, wird ein Übergangsritual zu seinen Ehren durchgeführt. Das Medaillon wird mitsamt der Leiche in seinem Sarg abgelegt, damit der Verstorbene die unterirdische Welt öffnen kann. Auf seinem Grabstein muss der Abbild vom großen Alten eingeprägt sein, damit er während der Reise in der Tiefe über ihn wachen kann. Das Zahnrad. Ah, das Medaillon. Alles klar, dann wissen wir ja, wo wir graben müssen. Ist schon wieder das... Ich glaube, das Fass ist nicht ganz in Ordnung. Die ist aber laut. Wieso kann der Pendel sich bewegen?
Können wir... Hier ist nichts Nützliches. Oh, Kofferraum. Getriebe. Okay, ich habe ein Getriebe im Kofferraum gefunden. Kann ich das hier einsetzen? Okay, ich habe eine Schaufel, ein Getriebe. Getriebe, was? Vermutlich muss ich das erst reparieren, das Getriebe, damit ich mit dem... Ich schätze mal, ich muss letztendlich mit dem Auto abhauen. Aber erstmal müssen wir jetzt zurück und eine Leiche erheben. Ausheben. Oh Mann, ich will nicht schon wieder zurück. Schon mal das Licht. Einfach nur zur Sicherheit. Ich hoffe, die sind immer noch in der Kirche. Machen da halt ihren Stuff. Sieht aber so aus. Hui! Mega Jump! Double Jump! Okay, das muss das richtige Grab sein. Laut dem, was ich las, könnte dieses Grab, das ist das Grab eines Auserwählten sein. Ein bisschen Grabschändung am frühen Abend macht doch einiges leichter. Oh, ein Deckel. Ein Sarg. Medaillon. Medaillon? Hallo? Warte mal. Okay. Soweit, so gut. Ich hoffe, damit können wir die Maschine wieder in Betrieb setzen. Und ihr bleibt mal schön hier und macht eure Messe, ja? Vielen Dank. Ich frage mich, ob man da oben noch hinkommt. Dann machen wir erstmal alles, was wir hier so finden. Und ich frage mich auch, wofür diese Druckdinger... ...im Keller sind. Das ist so schrecklich, wenn man was knistern hört neben sich. Ich weiß nicht, ob ihr das hier mit dem Video... ...mit dem Kopfhörer guckt. Solltet ihr auf jeden Fall. Okay, wir sind wieder hier. Die Tür steht diesmal noch auf. Es ist jetzt alles dunkel hier. Zahnrad einsetzen. Das Zahnrad passt perfekt. Drehen. Oh, ein Geheimraum. Ein Geheimraum. Ventil und eine Notiz. Das pneumatische System wird durch 4 Ventile gesteuert. Eines davon ist im Notfall als Ersatzventil benutzbar. Damit das System funktioniert, muss der richtige Druck in den Versorgungsleitungen herrschen. Aber noch wichtiger, der Druck darf nicht zu hoch sein, denn sonst kann das komplette Versorgungssystem beschädigen oder eine Explosion ausgelöst werden. Das System wurde so kalibriert, dass der richtige Druck folgendermaßen eingestellt wird. Ventil Nummer 1, mittlerer Druck. Ventil Nummer 2, minimaler Druck. Ventil Nummer 3, mittlerer Druck. In dem Fall, dass eine der drei Hauptleitungen beschädigt ist, kann das System dank der 4. Notleitung weiterlaufen. Da sie kleiner ist, muss damit gerechnet werden, dass die Kapazität geringer ist. Okay. Also Nummer 1, mittel. Nummer 2, minimal. Nummer 3, mittel. Ich weiß zwar nicht, wo hier Gas ist oder sowas. Ich denke mal, wir mussten erstmal die Leitung aufdrehen, damit wir unten das Ding aufmachen können. Im Keller. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das für einen Sinn haben könnte. Oh, wir haben immer noch das Zahnrad. Haben wir immer noch. Nee, das ist diese von dem Auto. Okay, eins. Eins. Mittlerer Druck. Minimaler Druck.
Mittlerer Druck. Kein Druck, diese Leitung ist kaputt. Okay. Kann das dann das Notfallsystem sein? Das heißt, es müsste dann... Mittlerer. Aber da sie kleiner ist, brauchen wir wahrscheinlich mehr. Kann das sein? Ah! Okay, seltsame Kupplung. Mensch, hier ist alles voll mit Geheimgängen. Das war easy, das Rätsel. Das war relativ easy. Okay. Da ist die Kupplung für den Kofferraum. Okay, Point of No Return. Also. Wir können so nur tief hinein in den Berg. Aber hier müsste sich die Maschine befinden, wenn ich mich recht entsinne. Okay, wir lassen die Lampe mal an. Ich hoffe, hier gibt es nicht so einen super schwierigen Endgegner oder irgendwas in der Richtung. Ja, eher für Atmosphäre und so das kleine oder feine Rätsel hier. Oh! Oh, das ist mal ein Maschinchen. Natürlich ist auch der Weg wieder im Arsch und wir stürzen uns direkt in die Lava. Pass auf. Okay. Das hat soweit gut funktioniert. Ey, guck mal, die haben eine LCD-Bedingsbumsung. Mein Gott, dieser Schädel ist riesig. Welcher schrecklichen Kreatur mag der gehört haben? Wir haben einen der Nachkommen gefunden. Es ist fast alles vorbereitet, ihn zu entführen. Die Maschine ist eingeschaltet. Es wird aber ein wenig dauern, bis sich das Portal öffnet. Einige von uns sind schon auf dem Weg zum Käfig, um durch das Portal zu gehen und den Nachkommen zu entführen. Ich werde sie bald erreichen. Der unterirdische Tunnel zur Plattform ist nicht sicher. Ich werde durch den Wald gehen. Sollten wir Glück haben, könnte der Nachkomme spontan durch das Portal direkt in den Käfig gelangen. Nicht viele von uns sind übrig geblieben. Hoffentlich schafft es jemand, ihn zu erreichen. Scheinbar sind wir der letzte Überlebende. Meine Herkunft. Ich selbst bin ein Nachkomme dieser entarteten Vereinigung. Mein Gott, diese Wesen wollen mich entführen und mit meinem Blut irgendein Ritual gegen ihren Gott vollziehen. Ich kann nicht glauben, dass meine Urahnen Monster waren. Diese ganze Geschichte ist totaler Wahnsinn. Ich kann nicht wirklich wahr sein. Es kann nicht wirklich wahr sein. Ich versuche, das Portal wieder zu öffnen, aber der Durchgang hat sich hinter mir geschlossen. Der Rückweg ist blockiert. Ich muss durch die unterirdischen Tunnel. Hoffentlich ohne einer anderen Monstrosität zu begegnen. Wer weiß, was sich in der Dunkelheit dieser Welt versteckt. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meiner Hütte zu sein und diese Welt voller Schmerz und Angst hinter mir zu lassen. The Land of Pain. Okay, wir können ein bisschen Chemie machen. Einige Chemikalien, einige. Können wir vielleicht da durch? Ist das vielleicht das Portal? Ist das mit Tunnel gemeint? Ich meine, was anderes scheint es ja hier nicht zu geben. Cthulhu. Die Einwohner verehren dieses Wesen und errichten Statue zu ihnen hin. Jedes Mal, wenn ich eine davon sehe, bekomme ich Gänsehaut. Ach so, hier geht noch ein Weg her. Das scheinen die Tunnel zu sein. Jetzt will ich mal eben gucken, was das da ist. Endlich, hier ist sie. Das müsste die Maschine sein, von der berichtet wurde. Ich muss sie zum Laufen bringen, das Portal wieder öffnen und aus dieser verfluchten Welt fliehen. Gut, dann gehen wir doch einfach mal hier den Weg über die Lava. Ich meine, hey, was soll die sich hier schon befinden in den Tunnels? Das sieht doch nett aus. Man hat wenigstens eine robuste Holztür mit eingebaut. Die Maschine muss in Betrieb gesetzt werden. Die Maschine muss in Betrieb gesetzt werden. Ach so. Aber wie? Bin ich schon wieder zu doof zu. Okay, wie setze ich die Maschine in Betrieb? Endlich, hier ist sie. Okay, das müsste die Maschine sein. Kann ich das nicht schließen? Ach so. Maschine einschalten. Nee, ist nicht wahr, oder? On, off, this.
zuerst gedacht, dass die Maschine einfach einen Schalter hat. Die Maschine scheint wieder zu laufen. Das Portal sollte sich jetzt genau dort öffnen, wo ich ankam. Im Mittelpunkt der großen Monolithen. Ich muss mich jetzt beeilen und die Monolithen erreichen. Okay, beeilen wir uns. Vielleicht schaffen wir es ja, aus diesem Land des Schmerzes zu entkommen. Aber diesmal nicht durch den Wald gehen. Hey! Hey, ein Ladescreen, das heißt, es ist wieder Witze-Time. Pass auf, kennt ihr? Ach, schade. Sehr, sehr schade. Okay, die Höhlen sind geladen. Verdammt, das Öl der Laterne ist aufgebraucht. Ausgerechnet jetzt! Ich muss ohne Licht weitergehen. Ist vielleicht auch besser so. Magic Mushrooms! Jetzt noch ein eiskaltes Osmo-Olot. Wie Leute, die jetzt denken, was labert das da, ey? Schaut mal Infra. Ist wirklich ein cooles Spiel. Haben wir noch einen Journal-Eintrag? Nein. Ich muss nicht wirklich schwimmen, oder? Ich muss jetzt nicht wirklich schwimmen. Nee, muss ich nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir rennen von Pilz zu Pilz. Da hinten ist noch einer. Glaube ich, besser als da lang zu gehen. Diese Höhle ist so fucking groß. Okay, lauf. Irgendwas rennt hier rum. Das sieht mir noch glatt nach Ausgang aus. Oder irgendwas in der Richtung. Einmal verfolgt es uns noch. Rechts, links, rechts. Oh, immer dieses Geflacker, wenn wir rennen. Das könnte sich jetzt ähnlich lange hinziehen. Oh, es ist weg. Haben wir es wirklich geschafft? Es hat aufgegeben. Ha! Vielleicht sollten die Monster mal mehr Sport machen, dann holen sie uns Menschen, uns einfache Menschen auch eher ein. Okay, ein Safe Point. Yeah, wieder Jump'n'Run. Super Mario kommt hier, warte. So langsam habe ich auch die verzögerte Steuerung hin. Sagen sie jetzt 10-mal verzögerte Steuerung. Oh, das sieht ja nice aus. Hey, krieg ich eine neue Laterne? Zumachen. Laterne. Da, eine Laterne. Ich hänge sie an meinen Gürtel. Falltür. Wo kommen wir wohl raus? Vielleicht in einem Haus, das wir schon kennen. Das war alles? Das waren die gruseligen, grausigen Gänge? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist diese Hütte neben dem Eingang. Da haben wir schon mal reingelugt und haben hier diese Bücher gesehen. Das sah recht gemütlich aus. Ist sonst noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Geöffnet. Eben ducken. Wir sind doch ein bisschen zu groß. Oh, guck mal. Es ist wieder da. Freiheit. Ab nach Hause. Zurückkehr nach Hause. Hat es uns jetzt noch gehört? War es jetzt noch hinter uns? Vielleicht verfolgt es uns in diese Welt. Die Berge. Endlich wieder zu Hause. Oh nein, was ist passiert? Meine Hütte. Wo ist der scheiß See? Der müsste da sein. Hat sich das Grauen vielleicht in unsere Seite der Welt verschlagen? Das Wasser ist auch leer. Na klar, ich habe das Feuer angemacht. Das ist alles abgefackelt. Das ist die Lösung.
Es ist nichts übrig geblieben. Das Feuer hat alles zerstört. Eine Holzhütte, aber nur die Innereien sind kaputt. Was stand da? Kamin. Ich habe das Kaminfeuer nicht gelöscht, bevor ich das Portal betrat. Von hier breitete sich das Feuer aus. Verdammt, okay. Ich bin wirklich schuld. Was machen wir denn jetzt? Oh. Hätten wir das verhindern können? Oh mein Gott. Was ist los? Solo. Das ist definitiv die Anderswelt. Okay. Oh. Das sieht sehr nach Space aus. Was ist deine Stimme? Hi. Die Stimme in meinem Kopf. Sie spricht eine unbekannte Sprache, aber seltsamerweise kann ich sie verstehen. Sie ruft mich und ich kann mich ihr nicht entziehen. Scheinbar kann ich nur da runterspringen. Gibt es keine andere Möglichkeit hier raus? Scheinbar nicht. Okay, dann machen wir das mal. Wenn es das Spiel so will, wenn es uns keine Wahl lässt. Ich komme zu dir! Bitte iss mich nicht! Oh, Papas Kuss! Okay, The Land of Pain! Ist jetzt diesmal, glaube ich, kein Ladescreen, sieht so nach Endscreen aus. Ende. Drücke die linke Maustaste, um fortzufahren. Abspann. Geschrieben und entwickelt von Alejandro Guzzo. Englisch und Französisch übersetzt von bla bla bla. Englisch Scripted Tutor. Bla 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 bla. Deutsche Proofreading. Toni Klüver. Hat aber also einige Fehler übersehen. Drücke die linke Maustaste, um das Spiel zu verlassen. Okay. Das war ein bisschen abruptes Ende, habe ich das Gefühl. So ein bisschen unfertig. Aber ganz cool. Also das Spiel hatte durchaus seine Momente, die mir sehr gut gefallen haben, hin und wieder mal. Dadurch, dass es aber nur von einer Person entwickelt wurde, merkt man, dass da einiges weggelassen wurde. Aber ich finde, es hat größtenteils nicht der Stimmung, ja, das hat nicht der Stimmung geschadet. Also es hat nicht viel weggenommen, ehrlich gesagt. Klar, ein paar Personen fehlten und so, ein paar Zwischensequenzen, es gab keine Sprachausgabe. Das hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Ich meine, überlegt mal früher, ne, was hatten wir da? Mein erster PC war ein Amiga, damals ein Amiga 500. Da gab es auch sowas alles nicht. Und das Spiel konnte tatsächlich sehr gut Atmosphäre aufbauen, wie ich fand. Es hat mich durchweg unterhalten und ich hoffe, bei euch war das auch so. Ich konnte euch mit dem Video auch ein bisschen unterhalten. Und wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt oder das mal selber spielen wollt, dann der Link ist natürlich in der Videobeschreibung zum Steam-Kauf, das Spiel. Und spielt es mal selber. Es lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ich sage jetzt noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Let's Play und haut rein, Leute. Ciao.